Dieses Foto ging 2014 durchs ganze Land und von einem Moment auf den anderen stand die Gemeinde Burbach im Südseegerland nicht mehr für beschauliche Dorfgemeinschaften, heimatverbundene Menschen und eine starke Wirtschaft, sondern für Aggression, Hass und Unmenschlichkeit. Asylbewerber sollen in der Flüchtlingsunterkunft von Wachleuten misshandelt und gedemütigt worden sein. Ein schwerer Vorwurf. Wir haben uns mit einem ehrenamtlichen Helfer von damals getroffen. Rückkehr in die Flüchtlingsunterkunft. Für Ehrenamtler Peter Ginsberg ein emotionaler Moment. 4 Jahre lang hat er hier fast täglich Bewohner betreut, Spenden verteilt, geholfen, wo er konnte. Jetzt ist die Einrichtung im sogenannten Stand-by-Modus und menschenleer. Doch damals, 2014, hat er gemeinsam mit über 100 weiteren Freiwilligen für Hoffnung unter den Flüchtlingen gesorgt. Davon ist er überzeugt. Die Menschen haben hier vor den Bussen, die sie wegtransportieren sollten, Sitzstreiks abgehalten und haben versucht, um jeden Preis in Burbach zu bleiben, weil in keiner anderen Erstaufnahme in Deutschland das angeboten wurde vom Ehrenamt, was hier angeboten werden durfte und wurde. Doch bundesweit bekannt wurde die Asylunterkunft Burbach durch dieses Foto. Ein Wachmann, der einem Flüchtling den Stiefel in den Nacken drückt, aufgenommen in eine Art Verhörraum, in dem offenbar regelmäßig Bewohner eingesperrt und misshandelt wurden. Peter Ginsberg geht davon aus, dass es sich um einen der Räume in diesem Flur gehandelt hat. Selbst mitbekommen hat er davon nichts. Doch einige Wachleute haben ihm berichtet, wie sie immer öfter die Polizei wegen Schlägereien unter betrunkenen Bewohnern holen mussten. Und irgendwann sagt uns die Polizei dann schon mal, geht nicht, kein Auto frei, andere Einsätze, wie auch immer. Löst doch auf Dauer dieses Problem mal selber, löst es mit Arnsberg. Und die Lösung kommt in Form des berüchtigten Arrestzimmers. Zum Ruhigstellen von Bewohnern, offenbar mit Wissen des Betreibers und der Bezirksregierung Arnsberg. Nur eine Bedingung habe es gegeben, der Raum dürfe aus rechtlichen Gründen nicht verschlossen werden. Für die Wachleute ein Problem. Jetzt müssen wir jedes Wochenende, wenn dieses Phänomen wieder auftritt, 2 Leute hier an der Tür abstellen zum Türkampf. Denn die wollen ja nicht drinbleiben. Die wollen ja raus. Die randalieren, die versuchen rauszukommen und, und. Und was machen die Kollegen? Die drängen sie zurück. Und dann haben wir jedes Mal das Theater. Und keiner löst diesen Fall. Klar ist, schon im November 2013, 2 Monate nach dem Start der Einrichtung, war es regelmäßig zu Polizeieinsätzen gekommen. Statt der vorgesehenen 500 sollen es bald bis zu 900 Bewohnern gewesen sein. Am Ende wusste das niemand mehr genau. Wachdienst und Einrichtungspersonal geraten an ihre Grenzen. Am Ende steht eine Anklage gegen 38 Tatverdächtige. Burbach erlangt traurige Bekanntheit. Also, dass es Burbach bis in die New York Times geschafft hatte, das war für mich ein Stich. Weil wir dabei waren, das Ehrenamt immer weiter auszubauen. Und dann das, also das gab mir einen Stich. Für die meisten steht die Asylunterkunft Burbach heute noch für die Misshandlung von Flüchtlingen. Für Peter Ginsberg bleibt sie ein Ort der Menschlichkeit. Christoph Evers, Bürgermeister von Burbach. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie die Schilderungen dort hören, die Bilder noch mal sehen von damals? Kommt das alles noch mal hoch? Ja, das bringt natürlich die Ereignisse von damals noch in Erinnerung. Und da hat man manchmal das Gefühl, es wäre erst gestern gewesen. Haben Sie Angst vor morgen? Nein, Angst habe ich keine. Ist das nicht emotional für Sie, wenn morgen wieder alles auf Burbach schaut? Ich glaube, der Blick auf Burbach wird nicht mehr so stark sein wie damals, als die Ereignisse tatsächlich ans Tageslicht kamen. Natürlich wird der Prozess noch mal zur Nennung der Gemeinde Burbach führen und auch noch mal in Verbindung gebracht mit diesen Ereignissen. Aber ich glaube nicht, dass das mediale Interesse und die mediale Aufmerksamkeit noch mal so groß ist und so groß sein kann wie damals, kurz nach den Ereignissen. Wenn Sie zurückgucken, Sie haben mir gerade erzählt, das hat Sie ziemlich überrascht damals, als Sie davon informiert worden. Und Sie sind ja nicht irgendwo von nebenan informiert worden über die Ereignisse. Ja, das war schon überraschend. Ich weiß das noch ganz genau. Am 26.09. an einem Freitag bekam ich einen Anruf aus dem Innenministerium von dem damaligen Staatssekretär, der mich darüber informierte, dass es Vorfälle gegeben hat, gewalttätige Übergriffe von Wachleuten gegenüber Flüchtlingen und dass man jetzt schauen müsse, was denn tatsächlich geschehen sei und weitere Informationen folgen würden.
Und dann am Samstagabend, spät abends, bekam ich einen Anruf, übrigens vom WDR, und wurde vom WDR darüber informiert, dass am kommenden Sonntag, also am nächsten Tag, eine Pressekonferenz in Hagen stattfinden soll. Und dann habe ich mich sonntags auf den Weg gemacht und bin dorthin gefahren. Und auf dem Weg zur Pressekonferenz, da wurde ich auch vom Innenminister persönlich, Ralf Jäger, informiert, dass diese Pressekonferenz stattfindet. Und aus den USA haben Sie es erfahren, haben Sie mir eben noch gesagt. Ja, ein paar Tage später bekam ich unter anderem einen Anruf von Bekannten aus den USA, die also fragten, was ist denn bei euch los? Es hätte eben eine Tageszeitung getitelt, Burbach, the German Abu Ghraib. Und da war mir natürlich klar, dass das Ganze nicht nur regionale, nicht nur deutschlandweite, sondern sogar europaweltweite Bedeutung hat. Sie sind Bürgermeister einer schönen Gemeinde, muss man sagen. Da geht es auch wirtschaftlich gut. Ärgert es Sie, dass Sie jahrelang nur auf diese Ereignisse reduziert wird? Also rückblickend muss ich sagen, dass das weniger schlimm war, als ich befürchtet habe. Am Anfang hatte man schon das Gefühl, vor allen Dingen in den ersten zwei Wochen, Burbach bleibt nun Symbol für ein großes Problem in der Flüchtlingskrise. Aber genauso wie schnell wie das mediale Interesse hochgekocht ist, genauso schnell war das auch wieder weg. Und wenn ich heute Bekannte frage, auch aus anderen Regionen, womit verbindet ihr Burbach, dann kommt öfter die Staumeldung Haiger Burbach als die Ereignisse von damals. Wie sieht es denn in Burbach selbst aus? Wie gehen denn die Menschen in Burbach damit um? Ist das überhaupt noch Thema? Nein, also hier und da wird man angesprochen, natürlich auf die Ereignisse von damals, vor allen Dingen jetzt bei der Berichterstattung über den anstehenden Prozess. Aber vor allen Dingen in Burbach selbst, auch in der Region, da ist, glaube ich, mehr in Erinnerung geblieben, was sich danach an ehrenamtlichem Engagement entwickelt hat und weiterentwickelt hat. Ein Stück weit haben ja die Bürgerinnen und Bürger selbst, die sich engagiert haben, aus der Not eine Tugend gemacht. Das heißt, Sie müssen keine Lobbyarbeit für Burbach mehr betreiben? Das muss ein Bürgermeister immer, Lobbyarbeit für die eigene Gemeinde betreiben. Aber es ist, glaube ich, keine spezielle Lobbyarbeit aufgrund dieser Ereignisse erforderlich. Christoph Evers, vielen Dank für den Besuch. Gerne.